sind wir schon. Der Jörg hat sehr wohl telefoniert. Ich telefoniere doch manchmal mit ihm. Beiruhe trifft Wolfgang Riem. Sie sind 1952 in Karlsruhe geboren. Was war das Schöne an Ihrer Kindheit? Also die Tendenz, dass man die Kindheit als etwas Wunderbares und Schönes empfindet, die nimmt ja mit zunehmendem Alter zu. Ich glaube, ich konnte mich einfach so entwickeln, wie ich mich entwickelt habe. Das war das Schöne, ja. Wenn Sie mich jetzt in der Kindheit gefragt hätten, dann hätte ich wahrscheinlich irgendwann gesagt, ja, ich will aber das machen, ich will das machen und das darf ich nicht oder irgendwie sowas. Und ich bin jetzt zumindest in dem Gefühl, ungehindert wachsen oder werden gedurft zu haben. Wie soll ich es ausdrücken? Ich kann jetzt nicht sagen, ah, damals, das war so toll und das... Es ist das Ganze, es ist so dieses, ja, aus der jetzigen Sicht auch sehr, sehr enge auch, nicht? Es ist ja eine ganz einfache Jugend. Aber aus diesem Engen heraus immer mehr zu spüren, dass einem Kräfte zuwachsen, dass man immer wieder auf Menschen trifft, dass man immer wieder in Situationen gerät, wo einem wirklich die Kräfte des Schaffens, also die Kräfte des Formens, die Kräfte des Ausdrucks zuwachsen. Das empfinde ich jetzt so natürlich in der Aufsicht 55 Jahre zurück. Doch, das habe ich dann gespürt. Da habe ich gespürt, ich werde können, sagen wir es mal so. Immer mehr. Was, wusste ich noch nicht, aber das. Gaben Ihre Eltern Anlass zum Komponieren? Welches Ereignis in den 60er Jahren brachte Sie dazu? Also von den Eltern kam sicher kein Anlass zum Komponieren, aber sie haben es eben nicht unterbunden. Wissen Sie, ich bin natürlich auch in einer Situation aufgewachsen, wo meine schulischen Leistungen sehr zu wünschen übrig ließen und so dass allzu intensive Beschäftigung mit Kunstdingen für die Eltern immer mit Sorge verbunden war. Ja, ist denn das gut? Lässt er dann nicht noch mehr die Schule hängen? Also, aber sie haben es dann eben auch mich machen lassen. Sagen wir es mal so, und ich hab auch gedrängt dazu. Das hat gar nichts nur mit Musik zu tun gehabt. Ich wollte immer was mit Kunst machen. Hab Gedichte geschrieben, hab gezeichnet, alles Mögliche. Musik kam relativ spät dazu. Musik war eher auch problematisch, weil man da Klavier üben musste. Bei uns zu Hause gab es kein Klavier, nicht? Das wurde extra angeschafft, weil ich es wollte. Aber ich habe natürlich dann nicht geübt, nicht? Ist ja klar. Ich wollte ja was schaffen. Verstehen Sie? Und dann habe ich gleich versucht zu komponieren und gleich versucht, etwas draus zu machen. Und am Anfang, vor dem Klavier, war der Blockflötenunterricht, nicht? Da Noten schreiben gelernt und habe ich dann gleich angefangen, selber was zu machen. Also dieser Trieb aus allem irgendetwas selber machen wollen. Vielleicht verkläre ich das jetzt, aber so kommt es mir vor, dass diese Kindheit und Jugend ein einziges Hinwachsen zum Schaffen war. Und dann bin ich natürlich
das habe ich eben angedeutet, immer wieder auf Menschen getroffen, die etwas in mir gesehen haben und die gespürt haben, offensichtlich, dass da ist was. Mehr wahrscheinlich als ich selber. Und die dann auch verschieden reagiert haben. Manche haben meine Eltern gewarnt. Gesagt, seien Sie vorsichtig, der verschleudert sich. Ja. Man muss die richtigen Freunde haben. Naja, und meine Eltern waren halt dann auch besorgt, das ist schon klar. Nicht? Ja. Aber sie haben mich auch sehr, sehr gefördert in allem. Eben in ihren Möglichkeiten. Das war eine ganz, ganz normale, einfache Familie. Meine Schwester ist dann noch geboren, die ist 8 Jahre jünger. Kleinfamilie, ne? Wie war das auf dem Gymnasium? Gab es dort Lehrer, die Sie erkannten und auf den Weg zum Propellieren brachten? Also das habe ich ja schon angedeutet, dass ich immer wieder auf Menschen getroffen bin, die etwas in mir gesehen haben und das auch dann gefördert haben. Also zum Komponieren bringen braucht man mich nicht, das tat ich schon selber. Das ist genauso wie heute. Mhm. Irgendwann habe ich dann angefangen und das war in einem Gesamtproduktionsprozess eigentlich. Ich habe ständig irgendwelche Gedichte oder Dichtungen oder irgendwas immer gemacht. Und dabei natürlich auch dann angefangen zu komponieren. Und dann gab es in der Umgebung auch Menschen, die bei uns da gewohnt haben, die eine interessante Geschichte hatten. Zum Beispiel, ich habe das schon öfters berichtet, ein Schriftsteller, Adolf von Grohlmann, aus der Familie von Grohlmann, der da als Privatgelehrter und homme de lettres lebte und mit dem ich ins Gespräch kam. Ich kam ständig mit Menschen ins Gespräch, nicht? Also wenn ich in der Straßenbahn war, ich habe immer mit Menschen offensichtlich Kontakt bekommen. Und dass mit Musik etwas möglich ist, mein Großvater, das muss ich erzählen, mein Großvater, der hat gearbeitet in der IWKA als Chemiker. War da chemischer Angestellter oder so, das, also in dieser Position. Und der hat in seiner Freizeit einen Musikverein geleitet, eine Blaskapelle in der Vororte von Karlsruhe in Knielingen. Und dafür hat er Märsche komponiert. Und diese Märsche hat er komponiert, das weiß ich noch wie heute, nicht in Partitur, sondern in Stimmhefte. Hat es gleich in die Stimmen geschrieben, also hochkomplexe Dinge, zu denen ich gar nicht fähig wäre. Ich könnte nur nicht Kleinette in D, Kleinette in As und alles sofort transponieren. Das hat er alles gemacht und das waren, wie man so schön sagt, schmissige, wohlklingende Märsche. Und gelegentlich habe ich da einen davon gehört und dann gab es so zwei Lieblingsstücke, die die Blaskapelle gespielt hat, die mich als Kind sehr begeistert hat. Das eine war die Ouvertüre zu Dichter und Bauer von Franz von Suppé, das andere war Orpheus in der Unterwelt von Jacques Offenbach, der Cancan. Solche Dinge, ne? Dann habe ich gesehen, der schreibt Noten, das kann man machen. Da schreibt man was auf und das wird dann gespielt. Aha, mal sehen. Dann wollte ich eine Messe schreiben, weil ich war sehr fromm, eilte in die Kirche und wollte zumindest ein hoher katholischer Würdenträger werden, später mal. Latein ging ganz gut. Und diese Messe, die ging natürlich nicht gut, denn irgendwie wusste ich nicht, wie ich es anstellen soll. Brauchte ich erstmal Papier, habe ich meiner Mutter gesagt, so ein Papier kaufen, Notenpapier. Ja, aber auf dem Gymnasium waren dann schon wichtige Lehrer. Doch die
natürlich bei allem mangelhaften schulischen Leistungsstand das Potenzial ihres Zöglings zu durchschauen wussten. Ein ganz wunderbarer Griechischlehrer, fantastisch, was ich bei dem auch gelernt habe für mein Arbeiten, für mein Konzipieren können, für das fürs Schaffen von Zusammenhängen. Günter Dietz, der selbst ein wirklich bedeutender Dichter ist, der wunderbare Gedichte geschrieben hat. Da gibt es eine Publikation, ein schönes Buch von den Wundpsalmen. Und dann gab es einen Musiklehrer der, am Karlsruher Bismarck-Gymnasium, der einen großen Chor leitete, nämlich den Karlsruher Oratorienchor, in den ich dann da früh mit einem Stimmbuch versehen und mit einer relativ tiefen Stimme eingeladen wurde, mitzuwirken. Und da habe ich große erste Eindrücke im Ausführen von Musik, im Mitwirken an Musik, auch im Lernen von technischen Zusammenhängen von Musik erfahren. Wir haben das ganze klassisch-romantische Repertoire aufgeführt, große Messen, Mozart-C-Moll-Messe, Beethoven, die Messa Solemnis, die Neunte, Brahms, deutsches Requiem, auch die großen Requiem-Kompositionen, Verdi, Berlioz auch. Und wurden auch eingeladen, dieser Chor, der war wohl sehr gut, also ich empfand es auch so. Konnte in Paris singen, im ORTF, unter Leitung von Charles Brück, erinnere ich mich. Ah ja, bei der Gelegenheit habe ich den ersten lebenden Komponisten gesehen, Zoltán Kodály, der nach Karlsruhe kam, weil wir seinen Psalmus Hungaricus aufgeführt haben. Das war kurz vor seinem Tod. Und Janusz Ferencsik hat dirigiert. Also das waren bleibende Eindrücke natürlich. Und vor allem, das habe ich schon oft erzählt, aber ich erzähle es jetzt nochmal, dieses Mitwirken können an einem Klangganzen in einem Zusammenhang. Und dabei auch, der Chor steht ja hinter dem Orchester, zu sehen, wie funktioniert das technisch, wie läuft das als Ablauf. Ich sehe die Instrumente, wenn sie spielen, ich sehe sie auch, wenn sie schweigen, ich sehe, was sie tun, die Spieler, mit ihren Instrumenten, die Hörner lassen Wasser ab und so weiter. Diese technischen Kleinigkeiten, wann wird Atem geholt, wie wird überhaupt ein orchestraler Zusammenhang organisiert und wie kann die menschliche Stimme da lokalisiert werden und all solche Dinge, wie ist die Dichteverteilung und so weiter. Ohne dass ich wusste, worum es da geht, hatte ich das aber schon intus eigentlich. Ich habe das schon gelernt da durch pure Anschauung. Und das war auch gleich natürlich auch ein Ziel, da irgendwann mal wirksam werden zu wollen als Schaffender. Als jemand, der dafür was erfindet. Ihre frühen Kompositionen, welche Literatur inspirierte Sie? Also Sie meinen jetzt, was habe ich vertont? Ja. Ich glaube, dass wie üblicherweise, so mit 14, 15 ist man vom Expressionismus ergriffen. So war das jedenfalls damals auch. Da habe ich natürlich expressionistische Lyrik vertont, so gut es ging. Aber ich habe auch lateinische kirchliche Texte, die haben mich sehr fasziniert, weil ich da diese Ladung, diese Kontamination, dieses Geschichtsvollgesogene empfunden habe. Ich habe das nie als Gegensatz zu meiner Expressionismusvorliebe empfunden, sondern immer als eigentlich einer gleichen Ausdruckssphäre entstammend, einer gleichen Ausdruckswelt entstammend.
Und von Anfang an war eigentlich der Wunsch, mit Musik etwas zu bewegen, etwas in Gang zu setzen, was Ausdruck des Unerklärlichen ist, von dem ich mich umgeben fühlte. Also es ist nicht so, dass ich aus einer rational geprägten Überlegung heraus ins Musikmachen kam, sondern eher aus einer Welterfahrung zwischen Bedrohtheit und Enthusiasmus, nicht zwischen hingerissen sein und überwältigt worden sein und Beherrschungsfantasie. Nicht? Also die gleiche gefährliche Mischung, die auch in die Gegenrichtung losgehen kann. Nicht? Und viele meiner Schulkameraden waren dann eben auch in den damals so viel diskutierten terroristischen Zusammenhängen bis zum Verlust ihres Lebens befangen. Also das sind schon Dinge, die auf einen einwirken. Und derer Herr zu werden, ich nicht durch Ideologie konnte, sondern versuchte durch Kunst machen, in irgendeiner Weise eine bewältigbare Sphäre zu erreichen. Mit nur 16 Jahren fingen Sie Ihr Kompositionsstudium bei Eugen Werner Felte an. Wie lernten Sie sich kennen und was entstand in Ihnen? Was entstand in mir? Ja. Ich hoffe, dass ich in mir entstand. Ich weiß es nicht mit der Zeit. Ja, Eugen Werner Felte, den lernte ich in Karlsruhe in der Straßenbahn kennen. Ich habe dir erzählt, nicht? Man kommt mit Leuten, das war eine auffällige Erscheinung. Das war ein Mann, den hat man sofort irgendwie mit der Frage, was macht denn der? Verbunden, das war eine künstlerische Figur. Und er war auch als Musikkritiker tätig und er hatte auch mal über meinen Großvater, ja, eines dieser Marschkonzerte, oder dieses Konzert hat er geschrieben in der Lokalpresse. Und daher wusste ich, das ist der. Und der unterrichtet an der Musikhochschule und da habe ich ihn einfach mal angesprochen und gesagt, ich komponiere, ich würde ihm gerne mal was zeigen. Ja, hat er gesagt, komm doch mal vorbei. Und dann bin ich eben nicht vorbei, sondern hin. Und dann nach kurzer Zeit, da war dann noch der Rektor der Musikhochschule, dann zugegen gerufen. Offensichtlich hatte man sich schon vorher verständigt, ich weiß es nicht. Das war der Walter Kollnäder, vielleicht ist Ihnen der auch ein Begriff, der hat unter anderem ein wichtiges Buch über Vivaldi geschrieben, aber vor allem eine kleine Arbeit über Webern. Das war, da lernte ich Webern Musik kennen und schätzen über dieses Büchlein. Und der kam dann auch und dann hieß es, ja, du kannst bei uns studieren, gleichzeitig mit der Schule. Im Gymnasium. Gut, habe ich gemacht, da bin ich, immer wann ich wollte, konnte ich dann in die Hochschule gehen. Das war natürlich alles ganz informell, das war nicht mit irgendwelchen Bologna-Punkten behaftet, sondern ich habe meine Sachen gemacht und wenn ich was hatte, bin ich zu Felte gegangen und habe es ihm gezeigt. Dann sind wir es am Klavier durchgegangen und er hat mir seine Gedanken und seine Ratschläge mitgeteilt und hat mir eigentlich mit der Zeit ein ganz starkes Gefühl für die Verantwortung für den einzelnen Ton, für das einzelne Klangereignis vermittelt. Also ganz das Durchhören eines klanglichen Zusammenhangs. Das hat noch gar nichts mit irgendwelcher stilistischer Vorprägung zu tun, sondern einfach das, was du schreibst, hörst durch bis zum Grund. Und da hat er mir mal gezeigt, haben wir Webern analysiert,
was ist Dodekaphonie zum Beispiel, haben wir mir die Möglichkeiten des Dodekaphonen-Komponierens gezeigt und da habe ich natürlich gleich ein paar Stücke geschrieben in dieser Art und habe es dann aber auch gelassen, das wusste ich dann so, ja, aber die klangen auch nicht anders als das, was ich sonst geschrieben habe, zum Beispiel meine erste Sinfonie, Opus 3, die habe ich damals noch mit Opuszahlen versehen. Wenn Sie die anhören, da gibt es eine sehr schöne CD-Aufnahme mit dem Südwestfunk Sinfonieorchester, Süddeutschen Rundfunk Sinfonieorchester mit Jonathan Stockhammer. Eine sehr, sehr schöne Aufnahme. Das ist ein ganz gedrängtes, eben zwölftöniges Stück, zwei Sätze, knapp, krachend, ja. Das finde ich heute noch toll. Da war ich 17, als ich das geschrieben habe. Da stehe ich heute dazu, das finde ich, könnte jederzeit aufführen. Ich muss mich nicht verstecken. Und so war das eigentlich, da bin ich zu Felde gegangen, habe mir meine Sachen gezeigt und irgendwann machte ich Abitur, nachdem ich zweimal sitzen geblieben bin, aber das hat niemand irgendwie groß gejuckt. Alle haben gesagt, ja, wir wissen, was du machst, aber wir müssen, du hast jetzt in Mathe schon wieder eine 5, also gut, ja, kein Problem. War das Kurzschuljahr eines davon. Und dann habe ich mein Abitur gemacht, habe auch für den besten deutschen Aufsatz den Scheffelpreis gekriegt und habe gleichzeitig zum Abitur an der Musikhochschule mein Staatsexamen in Komposition, in Musiktheorie gemacht. So, da war ich 20 dann. Ja, später lernten Sie unter anderem bei Wolfgang Fortner und Karl. Später lernten Sie unter anderem bei Wolfgang Fortner, Karl-Heinz Stockhausen und Klaus Huber. Was haben Sie jedem Einzelnen zu verdanken? Ja, wissen Sie, ich habe ja nicht nur bei dem gelernt, der jetzt da in der Lehrerliste auftauchte. Ich bin ja eigentlich mit jedem ins Gespräch gekommen und konnte von jedem Entscheidendes erfahren und für mich umformen. Aber jetzt bleiben wir gerade mal bei dieser Lehrerkonstellation. Ich habe den Wolfgang Fortner auch schon aufgesucht, als ich noch bei Felde studiert habe. Bin ich immer nach Heidelberg gefahren, habe ich meine Sachen auch gezeigt. Weil Felde hat auch immer gesagt, geh auch zu anderen, zeig denen deine Sachen, red mit ihnen drüber. Das sind Ratschläge, die ich heute meinen Studenten genauso gebe. Sag ich, geht zu jedem, den ihr erreichen könnt, kommt ins Gespräch, redet über eure Stücke. Ja, das Dialogische, dieses Geben und Nehmen und Erfahren, jetzt nicht nur aus einer theoretischen Grunddisposition, sondern aus einer wirklich einer anderen Erfahrungswelt etwas in die eigene Erfahrungswelt mit hinübernehmen, das ist unbezahlbar. Ne? Also da bin ich zu Fortner gegangen, nach Heidelberg, habe ihm meine Stücke gezeigt und als ich dann in Karlsruhe fertig war, da wollte ich dann, ich wollte bei Bernd Alois Zimmermann studieren und kam nach Darmstadt zu den Ferienkursen, das war 1970 oder ich weiß nicht mehr. Ja. Und lese im Programmheft Bernd Alois Zimmermann in Memoriam und hielt das für eine neue Komposition von Bernd Alois Zimmermann. Ich wusste nicht, dass er tot war. Ich meine, wann ist er gestorben? 71, glaube ich. Ne? Hat er sich umgebracht. Ja, und ich hielt das für eine neue Komposition und hatte einen Schock, weil das war die Mitteilung. Der ist gestorben, der ist tot. Ja. Und da war ich in den Seminaren von Stockhausen, die mich restlos begeistert haben. Und dann bin ich natürlich zu ihm gegangen und habe gesagt, ich möchte bei ihm studieren. Ich habe geguckt, ja, soll man zur Aufnahmeprüfung kommen? Und da hat er mich angenommen. War eigentlich wohl die ganze Zeit überzeugt, dem kann man sowieso nichts sagen, der macht sowieso, was er will, aber naja, immerhin. Das hat er mir auch mal gesagt, Mann, das machen ja sowieso, was sie wollen. Aber ich habe enorm viel von ihm gelernt. Enorm viel. Einfach durch Anschauung, einfach durch die Präsenz bei den Proben zu den Momenten. Das war damals die sogenannte Europa-Version, die er geprobt hat im WDR mit dem
dem Chor und dem Instrumentalisten, die dann in Bonn uraufgeführt wurde. Die große Version der Momente. Und wir als seine Studenten waren da eingeladen und in jeder Probe präsent. Ob er jetzt mit dem zweiten Alt geprobt hat aus dem Chor oder was auch immer, oder mit den Tasteninstrumenten oder mit den Bläsern. Es war ein einziges Lernen. Und ich habe mir Notizen gemacht, ich habe das in mich aufgesogen. Auch diese schöpferische Präsenz, dieses Präsentsein. Und dann war auch diese Zeit irgendwann rum, nicht? Ein Studium ist ja nicht ewig. Und meine Freundin damals, die ging nach Freiburg. Und da dachte ich, naja, da gehe ich zu ihr. Und da gehen wir nach Freiburg. Mal sehen, was da ist. Und da war noch Fortner, den kannte ich ja von früher. Da habe ich mich dann nochmal eingeschrieben. Das war das letzte Semester von Fortner. Das war dann auch irgendwie eine Abschiedsveranstaltung. Ich weiß noch, wie er uns alle verabschiedet hat, seine Studenten, und hat Wein kommen lassen vom Oberkirch, Restaurant Oberkirch, neben der Musikhochschule. Und wir waren da im Wenzinger Palais, da war die Musikhochschule, alle versammelt, und da kam der Wein war da, und massenweise Wein, nicht? Aber zu essen gab es nichts. Ne? Und dann kam eine Platte mit ein paar belegten Brötchen. Und die hat er ziemlich schnell selber gegessen. Und jeder von uns hatte noch so schnell ein Brötchen gegessen. Da haben wir Wein getrunken. Wir waren total betrunken hinterher. Und irgendwann nachts um 2 wurde dann die Musikhochschule abgeschlossen. Auf eine Weise, die ich nie vergesse. Aber das gehört woanders hin. Und dann kam Klaus Huber als Nachfolger von Wolfgang Fortner. Und mit ihm hatte ich eigentlich sofort einen wunderbaren Dialog, und er hat mich eigentlich gleich auch einbezogen in sein Denken, in seine Vorstellungen, und hat meine Sachen betrachtet und hat sie auch kommentiert. Und so hat man von jedem etwas mitbekommen, was dann irgendwann eben den formt, der man wird. Ne? Man kann sagen, ja, das habe ich von dem und das habe ich von dem. Das mengt sich ja dann auch in einem und wird zu einer, wie ich glaube, charakteristischen Mischung. Unlösbar. Auch die Malerei hat Sie in jungen Jahren schon beeinflusst. Sie trafen unter anderem auf Georg Baselitz oder Peer Kickeby. Was entstand damals? Wissen Sie, das mit der Malerei, das ist so. Es ist der Produktionsprozess, das Erfinden von und das Bewältigen von Fläche und das Auftragen von Farbe auf die Fläche. Das hat mich immer fasziniert. Und ich suchte ein Äquivalent in meiner kompositorischen Arbeit. Entschuldigen Sie, wenn ich gerade mal hier was gucken muss. Da ist nämlich eine Nachricht gekommen, das könnte von der Verena sein. Nee, ist was anderes, aber auch wichtig. Mit der Malerei weniger über das Sujet als über den Vorgang, den Produktionsprozess. Und was ich am malerischen Prozess immer sehr, sehr bewundert habe und auch fast beneidet, dieses direkte Bezogensein zum Objekt selber, dieses Arbeiten am Unikat, dieses direkt darauf einwirken können, dieses sofort eine Wirkung auch erzielen im Material, während in der Musik das ja alles sehr, wie soll ich sagen, vermittelt, sehr fast abstrakt läuft. Nicht? Je konkreter dann das klangliche Ergebnis ist, je emotionaler vielleicht die klangliche Anmutung ist, umso präziser, umso letztlich bürokratischer muss man arbeiten. Nicht? Man arbeitet nicht, wie es in Filmen oft gezeigt wird, im Zustand der Erregung. Kein Komponist komponiert im Zustand jener Erregung, die das musikalische Werk dann dem Hörer vermittelt. Nein, der Vorgang des Arbeitens ist ein ungeheuer
letztlich vom Triebverzicht auch gesteuerter. Sie müssen eine ungeheure Logistik entwerfen, gerade wenn man zum Beispiel für Orchester schreibt, da ist eine logistische Überlegung ständig am Werk, die das, was dann ins Werk gesetzt werden soll, überhaupt erst in Bewegung bringen muss, damit etwas, was vielleicht dann ganz explosiv oder ganz gedrängt wirkt, überhaupt entsteht, während es im bildnerischen Prozess auch auf den richtigen Moment der Setzung ankommt, auf das genau jetzt hier Treffen. Nicht? Das ist im Musikalischen letztlich nur in einer Vorform, nämlich im Improvisatorischen, möglich. Das einzubeziehen, das Improvisatorische, das nicht einer ständigen Quadratur unterworfene des musikalischen Produzierens, das ist etwas sehr Wichtiges, was ich auch, jetzt greife ich wieder zurück, aus dieser Chorzeit gelernt habe, nämlich in der Arbeit, die wir als Chor an einem vergleichsweise selten aufgeführten Werk, nämlich Le Martyr de Saint-Sébastien von Debussy, erfahren konnten. Das war nämlich plötzlich eine Musik, die sich nicht mehr herleiten ließ von einer gewissen Klassizität der Setzweise, von einer gewissen Herkömmlichkeit der Artikulationsform, sondern das war plötzlich etwas, als würde Musik selbst sprechen. Besonders natürlich in den orchestralen Zwischenteilen, die dann bei der Aufführung auch eine ganz besondere Wirkung auf mich ausübten. So etwas machen zu wollen, so etwas finden zu wollen, das war sehr früh schon die Absicht. Und da habe ich eigentlich viel eher Bezüge zum malerischen Prozess, zum Kreativprozess der künstlerischen Setzung im bildnerischen Prozess empfunden. Ich habe das auch immer wieder aufgesucht. Also die Faszination von Bildern, die war auch, ja, mein Vater hat das übrigens auch mitbewirkt, indem er mit mir oftmals am Sonntagvormittag ins Museum gegangen ist, und zwar in die staatliche Kunsthalle Karlsruhe, wo ja bedeutende Bilder hängen. Und da habe ich durch das Sehen und das immer wieder Begegnen mit Farbformationen, weniger mit den Sujets, weniger mit den dargestellten Gegenständen, als vielmehr mit der Farbe und der Form an sich, da habe ich Anregungen empfunden, die ich nicht genau benennen konnte, die ich aber bei meiner künstlerischen Arbeit glaubte, immer wieder anzurühren. Das sind ganz unkonkrete Sachen, gell? Aber das ist, wenn Sie mich so fragen, was da ausgelöst war, muss ich auf diese Dinge zu sprechen kommen. Also es ist nicht das Wiedergeben eines Erlebnisses oder eines Gesehenen, sondern es ist das Arbeiten im Material selbst, im einen Fall eben im Farb- und Formbereich und im anderen im Klang- und Zeitbereich, ne? Musik. 1985 haben Sie den Stuhl von Ihrem Kompositionslehrer Felte übernommen. War diese Zeit auch kompositorisch eine Zäsur? Nein. Nein, ich hab ja weitergearbeitet. Ich bin nicht plötzlich aufgehört zu arbeiten. Wie ich überhaupt immer, wenn ich irgendwelche in die Pflicht nahmen zulasse, das in die Pflicht genommen wird, das durchzieht ja mein ganzes Leben. Ich werde ja ständig in irgendwelche Zusammenhänge auch hineingezogen, denen ich mich nicht verweigere. Ich formuliere nicht, denen ich mich nicht verweigern kann, aber in denen ich einen Gestaltungsrahmen erlebe und glaube, dass ich da was bewirken kann, die aber meine Hauptbeschäftigung, mein Hauptsein, das Komponieren nicht wirklich tangieren. Das ist immer
Das ist die Hauptsache, das Produzieren, das Schaffen von Kunst. Das ist etwas, dem ich überantwortet bin, wenn man so will. Was brauchen Sie zum Komponieren? Zeit. Und dann doch eben die Zeit, die mir gehört. Meine Zeit. Ungestörtheit. Nicht jetzt akustische Ungestörtheit. Ich brauche nicht das stille Komponierhäusel auf der Wiese oder im Walde oder irgendwo. Das kann mitten in der Stadt sein, können Radios, Fernsehgeräte laufen, das ist egal. Aber eine Zeit, die für mich da ist, in der ich mich organisiere, in der ich mich in meinen ganzen Prozessen und Sehnsüchten und Lüsten und Schwierigkeiten auch vollständig wiederfinde. Und je mehr das von außen durch Anspruch, welcher Art auch immer, bedroht ist, umso mehr ziehe ich mich zurück. Also es kann sein, dass ich in den öffentlichsten Situationen zwar anwesend bin, aber ich gucke durch. Ich gucke einfach durch und bin zwar da, aber nicht da. Aber ich reagiere wie jemand, der da ist. Das heißt, ich treffe keine Wahnsinnsentscheidungen oder so, sondern ich artikuliere mich, ich bin dabei, aber es ist wie ein anderer Bereich. Nicht? Es ist offensichtlich eine Fähigkeit, gleichzeitig in zwei Welten existieren zu können. Offensichtlich. Also das ist eine Begabung, die ich sehr begrüße. Wenn Sie Komposition unterrichten, was muss ein Schüler mitbringen? Welche musikalische Richtung gehen Sie mit ihm? Ach Gott, das ist, wenn Sie, wenn ich den Begriff musikalische Richtung schon höre, das ist so, so Aufklebzettel und nee, das. Meistens, wenn jemand zur Aufnahmeprüfung kommt und an Kunsthochschulen, zu denen ja auch eine Musikhochschule gehört, hat man deswegen auch Eignungsprüfungen. Das sind ja nicht Prüfungen, wo Wissen abgefragt wird oder wo in irgendeiner Form ein Vorkönnen vorgelegt werden soll, sondern wenn jemand in die Aufnahmeprüfung Komposition kommt, dann spüre ich ja schon, was los ist. Ich hab ja ein Sensorium für sowas. Ich spüre ganz, ganz deutlich schon, das kann etwas werden. Nicht dieser Mensch kann etwas werden, sondern seine Anwesenheit in meinem Unterricht kann etwas werden. Ne? So eine Aufnahmeprüfung ist ja nicht nur eine Beurteilung eines wie auch immer gearteten Könnensbeweises, sondern das soll ja auch dazu führen, dass derjenige mit demjenigen, mit dem Lehrer nämlich, auch in einen Austausch treten kann. Und von sowas lasse ich mich auch sehr leiten. Und natürlich bringt jeder seine Sachen mit, das ist ja klar. Man kommt ja nicht auf die Musikhochschule und sagt, ich habe gehört, hier lernt man komponieren, ich weiß nicht, wie es geht, also bringen Sie mir es doch mal bei. Sondern auf die Kunstakademie geht man auch mit seiner Mappe und hat seine Arbeiten drin, okay. Und so ist es auch im Bereich der Musik, der Komposition. Und dann schaut man sich das an, hört sich was an, manche bringen was mit. Und dann kann man auch schon darüber reden und ein paar Gedanken austauschen. Und man sieht dann ja auch schon, inwieweit die Möglichkeiten eines Diskurses angelegt sind. Und aber wenn Sie mich jetzt fragen, welcher Richtung muss jemand angehören, das passt so gar nicht zu meinem Selbstverständnis auch. Zu mir kann auch jemand kommen, der unbedingt eine Richtung vertreten will. Irgendwann sage ich ihm, versuch's doch mal anders. Nicht? Versuch doch mal Kunst zu machen und nicht nur Richtungen. Okay, also, wie soll ich es ausdrücken? Es ist jedenfalls nicht so, dass ich erwarte, dass jemand womöglich noch so etwas Ähnliches wie ich selber macht. Um bei mir was lernen zu können. Was sollte ich dem dann lernen? Nicht? Oder der? Es sind ja auch viele Frauen.
Welche jüngeren Komponisten schätzen Sie? Wer ist Ihnen ähnlich? Ich kann nicht sagen, wer mir ähnlich ist, aber ich kann sagen, dass es sehr viele, jetzt auch, die nicht nur aus meinem eigenen Schülerkreis stammen, sind, die ich sehr schätze. Natürlich. So. Sehr viele sind das. Ich erfahre immer wieder, wenn ich in Konzerte gehe, große Überraschungen. Wisst ihr, und wenn ich jetzt jemand mit der Hypothek meiner Wertschätzung belaste, das sollte nicht sein. Aber es gibt immer wieder große Begabungen, sogar unter meinen eigenen Schülern. Ja. Da gibt es auch erstaunlich viele, die dann auch ihren Weg machen durch die Jahre hindurch. Das können Sie ja selber verfolgen, das können Sie ja selber sehen. Welche Komponisten, geboren Mitte der 20er Jahre, wie Hensel und Boulez, haben Sie inspiriert? Da ich die alle kenne, beziehungsweise getroffen habe und mit ihm im persönlichen Dialog in irgendeiner Weise mal war, können Sie sicher sein, dass jeder in seiner Art in mir doch einen Eindruck hinterließ, der dann fruchtbar werden konnte. Also Sie nannten jetzt Hensel und Boulez, das sind zwei völlig unterschiedliche Naturen, die aber gerade in ihrer Ausprägung mich immer sehr ermutigt haben. Mich hat immer ermutigt, wenn ich Menschen begegnet bin, die ganz sie selbst waren. Und die auch eine gewisse Ausschließlichkeit in ihrer Lebensführung hatten. Ausschließlichkeit heißt nicht Kleinlichkeit, sondern das wäre immer mit dem Begriff der Großzügigkeit zu verbinden. Eine Ausschließlichkeit des Kleinlichen eben. Und gerade Hensel und gerade auch Boulez sind sehr großzügige Menschen. Mich hat eine Zeit lang auch natürlich sehr fasziniert, wie jemand interpretiert wird, wie jemand von außen auch gesehen wird. Weil ich da auch lernen konnte, mich entweder diesem von außen gesehen werden zu entziehen oder es zuzulassen in einer Weise, die nicht allzu sehr in mich eingreift, dieses Gesehenwerden, verstehen Sie? Nehmen Sie jetzt das Beispiel Hensel, wie wurde er gesehen, nicht? Wie wurde er interpretiert? Wie wird jemand gesehen, nicht? In welchem Interesse liegt es, dass jemand so gesehen wird und dass jemand so gesehen wird? Das können Sie auch sogar bei mir verfolgen. Wer interpretiert mich wie, nicht? Wer will, dass ich so gesehen werde oder so? Ich werde mich dem immer entziehen. Ich werde dem immer mein Eigensein, meinen eigenen Sinn dagegen setzen. Zumindest werde ich das wünschen. Die ganze Generation, die Sie eben angesprochen haben, hat natürlich eine biografische Grunderfahrung, nämlich die Erfahrung des Krieges, der Beendigung des Krieges, des Neuanfangs in sich. Die Erfahrung habe ich nicht. Ich habe andere Erfahrungen, das müsste jemand analysieren, aber diese Erfahrung einer zusammenbrechenden Welt und einer neu entstehenden Welt ist mir in dieser Form nicht gegeben. Ich kann natürlich sagen, Gott sei Dank, nicht? Aber das ist ein weites Feld der Interpretierbarkeit. Was wurde daraus auch gemacht, nicht? Weil die Vorstellung, dass ästhetische Diktate im Namen von Autoren zu herrschen begannen. Plötzlich war dann
ein Autor, zum Beispiel Boulez, stand dann plötzlich für bestimmte Verbote. Wie kann das sein? Wie kann ein Autor, dessen Werk wirkliche generative Potenz in sich trägt, für etwas Verhinderndes stehen? Also all diese Betrachtungsweisen, die sehr stark natürlich in meine Generation einwirken wollten und bei vielen auch bis zum Erlöschen beigetragen haben, die habe ich immer von mir gewiesen. Also alle Diktate, die von außen kamen, habe ich immer mit einem, ja, ich sag's mal, mit einem Eigensinn beantwortet, aber eben musikalisch beantwortet und nicht nur behauptet. Das verstehen Sie, ich habe das nicht nur als eine verbale Auseinandersetzung geführt, sondern, und das sage ich auch immer meinen Studenten, ästhetische Diskussionen sind gut, aber besser ist es, das durch die Arbeit selber zu tun. Ne? Mit welchen Komponisten, egal ob Bach oder Schönberg, würden Sie gerne Wein trinken und was würden Sie ihn fragen? Wir kommen in ganz andere Bereiche jetzt, wissen Sie. Ach Gott, das kann ich nicht beantworten. Wissen Sie, weil das Weintrinken ist für mich eine menschliche Normalsituation. Und da erweist sich vieles als bedeutsam und vieles auch als völlig unwichtig. Nicht? Wenn man mit jemand sich über einen Wein austauscht, kann man sehr viel über ihn erfahren, das ist schon wahr. Frage, ob ich das will. Nicht? Was sind die Komponisten? Das sind für mich Werke, das sind für mich das ist Geschaffenes. Und damit bin ich in ständigem Austausch, ob mit oder ohne Wein. Ne? Verstehen Sie, da bin ich im ständigen Dialog. Kunst antwortet Kunst. Kunst ist immer in einer Dialogsituation mit anderer Kunst. Und deswegen muss ich nicht mit der Physis einer historischen Person am Tisch sitzen. Natürlich wäre es irgendwann interessant, auch zu erfahren, wie erleben die mich. Ja, das wird mich manchmal noch fast viel mehr interessieren, als wie erlebe ich jene. Also Selbsterfahrung hin oder her, das ist sicher keine Hypothese für mich, ich weiß nicht. Muss man das überlegen. Es gibt sicher auch welche, die gar keinen Wein trinken. Ne? Was machen wir dann? Es geht nicht um den Wein, es geht einfach um die Geselligkeit. Ja, ist auch so ein Wort, Geselligkeit. Das ist auch so etwas, das kann ich nicht mit einer Erfahrung verbinden, sondern das ist, wenn etwas geschieht, dann geschieht es aus einem Jetzt heraus, aus einem Momentanen und nicht aus einer Mühewaltung, nicht aus einer Veranstaltung, nicht aus einer beabsichtigten, das kennen Sie doch, diese Podiumsdiskussion, wo dann Menschen zusammengesetzt werden, mal sehen, was dabei rauskommt. Das bringt nichts, bringt nichts. Also ich bin da, gerade weil ich vielleicht auch sehr, sehr geselligkeitsfähig bin, sehr kritisch. Ich kenne bei mir genau das Gegenteil, dass ich in der schönsten Geselligkeitssituation abdrifte und völlig abwesend werde. Und kann es mir nicht erklären. Kann es mir nicht erklären und spüre den Anspruch und spüre das. Eigentlich müsstest du jetzt der Geselligkeit in irgendeiner Form entsprechen. Aber ich kann es nicht. Und dann muss ich vorsichtig sein, denn dann kommt ganz schnell so was sehr Negatives, fast Menschenverachtendes in Gang.
dem ich mich dann auch nicht entziehe, aber ich muss es wissen, weil ich muss versuchen, es zu handhaben und es abzugrenzen. Das ist nicht einfach. Sie haben schon viel komponiert. Wie entstehen Ihre Werke? Oder Ihre Ideen? Ich weiß es nicht. Wissen Sie, ich habe nicht angefangen als Gegenstand meiner Erforschung, sondern ich habe angefangen als der, der etwas schafft. Und da bin ich eigentlich geblieben. Ich verwende gern den Carlo. Der Vogel ist kein Ornithologe. Nein, vielleicht habe ich einen Vogel, ich weiß es ja nicht, aber. Wie entsteht ein Stück? Mein Gott, manchmal über Jahre, manchmal ganz schnell. Manchmal braucht man Ewigkeiten, um überhaupt einen Anfang zu finden. Manchmal sind ganz viele Anfänge da, was die Findung des Anfangs zusätzlich erschwert. Manchmal ist etwas aus dem vorigen Stück da. Das mache ich auch gerne, dass ich etwas aufgreife und durch Umspielung und Deplatzierung, indem ich es deplatziere, indem ich es von seinem Ort woanders hinsetze, etwas anderes gewinne. Im Grunde habe ich das Gefühl, ich arbeite an einem Stück. Von Anfang an, ich schreibe ein Stück und da gibt es immer wieder Teile davon zu hören. Das eine ist eben für eine Riesenbesetzung, das andere ist nur für ein Solo-Instrument. Und dabei ist mir immer ganz wichtig, dass ich weiß, ich schreibe für Menschen, die es spielen. Das ist das Allerwichtigste. Ich versuche mich immer ein bisschen in denen wiederzufinden oder zumindest in die hineinzuversetzen, die das spielen sollen, müssen, dürfen, können. Haben Sie weitere Instrumente gelernt außer Klavier? Nein. Aber ich glaube, ich habe die, zumindest die Wunschsphäre in mir immer wieder in Bereiche der instrumentalen Sphäre mich hineinzudenken. Möchten Sie Ihre Werke auch mal selbst dirigieren? Nein, weil da habe ich keinerlei Wunsch. Weil dieses Übermitteln von technischen Voraussetzungen, das bedarf eines Metiers. Und über dieses Metier verfüge ich nicht. Man kann sagen, ja gut, dann hätte ich es ja lernen sollen. Aber ich habe, da der Wunsch nicht bestand, diese Metiersphäre nicht für mich öffnen können. Vielleicht nochmal in die Vergangenheit. Sind Sie zum Beispiel Messia oder Nono begegnet? Erzählen Sie davon. Ja, Nono ganz oft. Und sehr eng auch. Ganz wichtige Erfahrung auch. Messia einmal. 1971, da kam er zu den Messia-Tagen nach Karlsruhe. Und da durfte ich als 19-jähriger Student mit zum Essen kommen. Da erinnere ich mich noch an einen ganz liebenswürdigen, hell lächelnden Menschen. 71, wie alt war er da? Da war er 63, oder? So alt, wie ich jetzt bin. Und ich dachte, na, Messiaen, der wird sicher einen schönen Burgunder trinken oder hat er Cola getrunken? Sowas. Gut, das war die Messiaen-Begegnung. Der war ja eigentlich an der Karlsruher Musikhochschule im Lehrverzeichnis. Also ich muss gucken auf die Uhr, weil ich ja noch ins Konzert muss, ja, oder darf.
Die Yvonne Loriot hatte eine Klavierklasse in Karlsruhe. Das Messiaen spielte eine große Rolle im Repertoire. Und Nono, das war eine ganz bewegende, auch sehr freundschaftliche Begegnung. Durch lange Zeit hindurch, eigentlich die letzten 10 Jahre seines Lebens. 18 Jahre. War kurz nach der Aufführung seines Streichquartetts, die ja in Bonn, Bad Godesberg stattfand, da war ich nicht dabei, aber die zweite Aufführung, die war in Badenweiler, bei dem Römerbad Musiktag, die ja mein Freund Klaus Lauer damals ausrichtete in seinem Hotel. Und da sind wir uns begegnet und er hatte eine große Zugewandtheit, sofort. Und wollte Musik von mir kennenlernen. Und dann sind wir nach Freiburg gefahren, wo Freunde von mir sehr viele Aufnahmen hatten. Ich habe zu Hause keine so Abspielanlagen oder sowas gehabt damals. Und er wollte immer mehr hören, immer mehr, immer mehr. Ich weiß noch, da haben wir die Musik für 3 Streicher, die jetzt auch hier in Berlin aufgeführt wird, jetzt in ein paar Tagen, am Sonntag. Die Musik für 3 Streicher, die ist fast das ist über 1 Stunde. Und die hat er angehört. Hat sich mal was aufgeschrieben. Und dann wollte er die 3. Sinfonie hören, die auch über 1 Stunde dauert. Ich sagte, also, nee, das will er jetzt hören. Und frühere Orchesterstücke, es war eine Hörsession, würde man sagen heute. Es ging den ganzen Nachmittag und dann bei den Freunden wurde dann noch gegessen, dann ging es auch abends noch weiter. Er wollte immer hören. Also so habe ich das eigentlich damals noch nie erlebt gehabt, dass jemand einfach so viel von mir wissen will, von mir kennenlernen möchte. So zugewandt, gell? So. Auch durchaus das andere auch begrüßend. Wenn Sie nicht arbeiten und zu Hause sind, was machen Sie am liebsten? Also der Begriff des Nicht-Arbeitens, das kann ich schon ganz schwer nur trennen. Verstehen Sie, ich arbeite ja nicht nur dann, wenn ich am Schreibtisch bin. Ich bin ja auch ständig am Konzipieren, wenn ich, auch jetzt hier, ich bin ja eigentlich auch immer mit Gedanken an Arbeitsprozesse, die gerade in Gang sind. Das lässt sich ja nicht ausschalten, das lässt sich ja nicht dann wieder einschalten. Und also gut, ich schreibe und irgendwann muss ich mich auch bewegen, nicht? Sonst nimmt man Schaden an der Physis. Ja, schwöre gern zum Beispiel. Jetzt gerade im Sommer das, und immer wenn es geht, im Freien irgendwo, im Baggersee oder sowas. Das mache ich gern. Aber schauen Sie, nirgends ist man der Inspiration tiefer und näher ausgesetzt, als wenn man gerade mal untertaucht. Da ist man doch, sagen wir mal, mitten im inspirierenden. In der inspirierenden Substanz selbst. Ja, ich lese viel, schreibe viel Briefe. Mein Gott, ich kann das gar nicht so trennen. Das ist doch alles, das ist alles die Arbeit selbst. Das gehört alles dazu. Das ist ein großer, einheitlicher Prozess, den ich letztlich als mein Leben bezeichne. Großer integraler Vorgang. Dazu gehören auch die sozialen Kontakte, dazu gehört natürlich auch das, was wir jetzt machen. Ich trenne das nicht von der Arbeit. Ich sage jetzt nicht, das hat nichts mit meiner Arbeit zu tun. Die Erfahrung, die ich jetzt hier mache, auch das ein bisschen gequält sein, auch, ne, dass dieses Innerliche, dieses ein bisschen gequält sein, wird sicher irgendwann als Farbe wiederkehren.
Letzte Frage. Was wünschen Sie sich von der Zukunft? Von der Zukunft? Ja. Was wünsche ich mir von der Zukunft? Meine Güte. Die stelle ich jedem, das ist sozusagen ja, die... Dass sie eintreten möge. Dass sie nicht schon möbliert ist und verstopft, wenn wir in sie eintreten. Das ist ja alles sehr permissiv, ne? Da geht man durch. Das ist ja, die Zukunft ist ja nicht eine Substanz, die jetzt kurz eintritt und dann war. Eigentlich Zukunft ist ständig. Jetzt ist, war auch gerade wieder Zukunft. Nicht? Was habe ich erwartet? Dass mir was einfällt auf Ihre Frage, die ich nicht kannte. Was erwarte ich mir von der Zukunft, Katharina? Dass ich so meine Schwingung ausschwingen kann irgendwann.